Herzlich willkommen zu Berlin 1920, eine Burleske, der neuen Ballettproduktion des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Lassen Sie sich von unserem Ballettdirektor Karl Alfred Schreiner ins pulsierende Getümmel der Großstadt entführen und folgen Sie dem Choreografen und seiner Tanzkompanie an einen Ort der Gegensätze und Extreme. Berlin 1920, da denke ich sofort an Lichtreklame, die sich in der nassen Straße spielt, an wilde Partys, an Brot, das man mal eine 500.000 Reichsmark kauft, an Varietés und Wintergärten, die überfüllt sind mit den verrücktesten Künstlern, an großartige Komponisten, an großartige Maler und Bildhauer, an tolle Schauspielstücke in der Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass das ideal ist, das ideale Setting für ein Ballett, das voll von Gefühlen und Emotionen ist. In den 1920er Jahren war Berlin nicht nur schlagartig zu einer der größten Städte der Welt angewachsen, es hatte sich auch zum kulturellen Mittelpunkt Europas entwickelt. Tagsüber rollte der Verkehr über die Prachtallee unter den Linden und es herrschte hektische Betriebsamkeit auf den Straßen. Abends zogen die größten Revue-Paläste Europas Tausende von Schaulustigen an. Doch der Mythos der Stadt, die niemals schläft, hatte auch seine Kehrseite. Das Berlin der 1920er Jahre war ein Ort der politischen und wirtschaftlichen Krisen. Angesichts von Inflation und Massenarbeitslosigkeit wussten viele Berliner nicht, ob sie sich am nächsten Tag noch das Lebensnotwendige leisten konnten. In dieser glanzvollen wie gnadenlosen Zeit platziert Karl Alfred Schreiner in seinem Ballett die Geschichte eines ungleichen Liebespaares. Es gibt auf der einen Seite Hans, der aus der Arbeiterklasse kommt, selbst ein Arbeiter, ist in der Fabrik, arbeitet und sich unglücklich in Eva verliebt, die aus dem gehobenen Bürgertum kommt und deren Eltern alles andere als glücklich sind, dass sie mit Hans eine Liaison hat. Dann kommt im Laufe des ersten Akts kommt dann Richard von Stetten, der sozusagen das absolute Großbürgertum, die Neureichen repräsentiert, der mehrere Fabriken besitzt, der sozusagen auch einen Boxring besitzt, der auch den Club, in dem später dann Eva als Star reüssieren wird, besitzt und der sich dann einmischt und der natürlich den Eltern viel lieber ist. Und aus dieser Dreiecksbeziehung, sag ich mal, entsteht die Dramatik des ganzen Stückes. Dabei bedient sich der Choreograf der Stilmittel eines der modernsten Medien der damaligen Zeit. Eine Sache, die mich immer schon interessiert hat und die ich immer schon spannend fand, ist der Stummfilm. Und der Stummfilm ist ja eigentlich in seiner Form eigentlich schon choreografisch an sich, weil denen ja nichts anderes übrig bleibt als der Körper zum Ausdruck. Und der Ausgangspunkt von unserer Arbeit für alle Bewegungen und für die choreografische Arbeit war definitiv der Stummfilm. Am Stummfilm orientiert sich auch das Bühnenbild, das Ausstattungsleiter Rainer Sinell für die Produktion geschaffen hat. Beim Entwerfen des Bühnenbildes habe ich mich streng gehalten an die Vorgabe des Choreografen, der ja, wie er schon erzählt hat, eigentlich die Ästhetik des Stummfilms benutzen möchte. Daraus ergibt sich natürlich gleich ein Schwarz-Weiß-Kontrast, den wir auch voll ausgenutzt haben. Es sind die Dekorteile in Schwarz, es ist ein grauer Boden, auf dem leichte Versatzteile aus den Zügen dazugefahren werden, um schnelle Verwandlungen zu ermöglichen. Kostümbildner Jan Meyer hingegen konnte sich bei der Kreation der Kostüme ein wenig mehr von der reinen Schwarz-Weiß-Ästhetik aus Stummfilmtagen entfernen. Also wir befinden uns ja in einer stilisierten Schwarz-Weiß-Welt am Anfang. Also die ganze Normalwelt ist Schwarz-Weiß. Würde ich das die 20er Jahre so die Quintessenz rausgenommen, die wir hatten. Wenn wir dann in die Drogenräusche kippen, nehme ich diese Zeit und übersetze die einfach und überhöhe sie wirklich völlig. Und dann gehen wir in die Burlesque rein und in eine wirkliche Show. Wir haben plötzlich pinke Pudel, wir haben Wasserwesen aus Tüll, wir haben nehmen die Kostüme, wie sie sind, und knallen Farbe rauf und machen das Muster groß und so weiter und so weiter. Also das, da durfte ich mich dann richtig austoben. Auch die Musikauswahl zum Ballett Berlin 1920 ist genau auf Zeit und Ort des Bühnengeschehens abgestimmt. Neben New York galt Berlin in den 1920er Jahren
als Welthauptstadt der klassischen Musik. Und so verwundert es nicht, dass zahllose Komponisten aus dem In- und Ausland in die Stadt strömten. Sie alle waren auf der Suche nach Inspiration und Aufführungsmöglichkeiten für ihre Werke. Denn das Berliner Publikum galt als ungewöhnlich aufgeschlossen für Neues. Berlin in den 20er Jahren war eine, auch was die Musik betrifft, unglaublich lebendige Stadt. Wir hatten Einflüsse aus dem Schlager, aus dem Jazz, der in den damaligen großen Revuen und in den Jazz-Kabarets ganz besonders stark zu spüren war. Berlin war aber vor allem auch eine Stadt der klassischen, der ernsten Musik. Nicht umsonst war Schönberg dort in der Stadt auch tätig und hat damit auch seinen Einfluss, seine Ideen und vor allem auch seine Zwölftonmethode nach Berlin gebracht und dort unter seinen Schülern verbreitet. Und insofern kann man sagen, dass in Berlin damals eigentlich alles vertreten war. Also von futuristischen Ideen, die zu tun hatten mit Lärm, mit möglichst intensiver wilder Musik, über die Einflüsse des Jazz bis eben hin zur ganz strengen und rationalen Musik. Bei der Auswahl der Musik für Berlin 1920 stand das Bestreben im Vordergrund, eine möglichst große Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen der damaligen Zeit abzubilden. In der Musikauswahl für den Ballettabend war es uns wichtig, dieses breite Spektrum an musikalischen Strömungen, die damals in Berlin zu finden waren, dass wir dieses breite Spektrum auch zeigen. Das heißt, wir haben einerseits die kühl, fast rational berechnende und strukturell sehr streng gebaute Musik eines Hans Eisler, die auch immanent politisch war, gewählt, genauso aber wie auch diese sehr scharf sarkastische Musik von Kurt Weill. Und ganz wichtig war es uns aber auch zu zeigen, dass immer noch die Spätromantik mit ihrem intensiven und ausdrucksvollen Gestus sehr präsent war. Und dafür steht bei uns Ernst Krenek mit seiner Symphonie. Und dann natürlich die Gäste aus dem Ausland. Das ist zum einen Millau mit seinem sehr, man kann doch auch sagen, sperrigen und auch irgendwie melancholisch trockenen Schlagzeugkonzert. Und vor allem aber auch der Gast aus Amerika, George Antheil, der mit seiner sehr wilden und fast schon betrunkenen Jazz-Symphonie einen sehr starken und intensiven Abschluss unseres ersten Aktes bildet. Worauf darf sich der Zuschauer in Karl Alfred Schreiners Ballett Berlin 1920 ganz besonders freuen? Wir gehen ins Theater, um verzaubert zu werden, um sozusagen eine Stunde, zwei Stunden in einer anderen Welt zu verbringen. Und trotz aller Dramatik, die in dem Stück drinnen ist und aller Emotionen, die da drinnen sind, wollte ich, dass das Stück auch was Unterhaltsames, was Lustiges hat. Und das Lustige ist sozusagen repräsentiert durch die Burleske, die eigentlich aus dem Volksstück, Burla aus dem Volksstück kommt. Und für mich war das ein ganz wichtiges Element, um auch eben diese, wenn man jetzt an Bilder denkt von Otto Dix zum Beispiel, das hat immer auch was Absurdes, was Abstraktes, was Groteskes. Und das wollte ich auch, dass das drinnen ist in dem Stück, weil das, sonst, glaube ich, wären wir der Gesamtheit der 20er Jahre nicht gerecht geworden. Und das war ein großer Wunsch von mir, dass sozusagen auch das, was in den Köpfen von den Menschen stattfindet oder von den Darstellern stattfindet, man auch visuell sieht. Und deshalb habe ich den Untertitel Burleske oder eine Farce würde man heute wahrscheinlich eher eine Farce nennen, aber ich fand, dass Burleske mehr zu den 20er Jahren passt.